Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Ernesto Potter hier und herzlich willkommen zum nächsten Hogwarts Legacy Let's Play. Ja, Freunde, wir sind hier gerade im Livestream. Gestern kam hier auf YouTube die allererste Folge online. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich dieses Spiel auf Twitch zocken werde und daraus die Let's Plays auf YouTube hochladen werde, weil es macht einfach mehr Spaß, das gemeinsam mit euch live zu zocken. Falls ihr auch mal auf Twitch vorbeikommen wollt, klickt auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das live sehen. Ich kündige auch immer bei Instagram an, wann ich dieses Spiel zocke. Und jetzt würde ich sagen, geht's rein in die Schule für Hexerei und Zauberei und ja, genau so. Perfekt, wir starten rein, meine Damen und Herren. Letztes Mal, wir können jetzt hier die Hauptmission machen oder Nebenmission. Und die Frage ist, wie gehen wir hier vor? Weiter die Hauptmission oder gehen wir auf die Nebenmission hier? Warte, guck mal hier. Mal ein bisschen durch die Schule wandern. Machen wir erstmal eine Nebenmission. Ich will mal gucken, wie die so sind. Auftrag verfolgen. Gekreuzte Stäbe. Da rennen wir mal hin. Gucken wir mal. So, sprich mit Lucan Bratellia. Ey, schon viel geiler. Ich habe das Spiel jetzt auch übrigens auf 60 FPS gestellt, Leute. Guck mal, wie viel flüssiger das ist, Alter. Wie Durchfall. Geil. Übrigens, Leute, ich habe letztens im Club Durchfall gehabt. Wenn wir jetzt gerade über dem Thema sind. Blut, sagt Mutter. Zumindest von ihrer Seite. Boah, einfach der KC, Alter, wer ist das? Gerade Cheng Dam ist da. Wann lernen wir denn Felix Felix? Boah, dieser Feeling, ey, dieses Feeling ist so geil. Okay, kommen wir mal weiter. Wir können einfach in der Schule rumlaufen. So, hier ist der Weg, das ist Navigationssystem. Mach Bücher. Oha! This is a jungle aquapark. This is my boy. Ah, oh my siama. Was ist das hier für Sounds? Kann ich auch mit euch ein bisschen reden oder so? Geht das? Kann ich mich dazu schließen? Rede doch mit... Warum ist das nicht ab 18 das Spiel, Alter? Dann würde ich dir jetzt alle von der Brücke hier stoßen. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde die Brücke einfach hier... Einmal hier, den machen. Zapp. Und hier. Zapp. Und du hörst alle schreien. Ah! Meine Güte, Alter. Oha, Champions League. Das ist Champions League-Ball. Junge, was macht der Champions League Ball hier? Siehst du, die haben das von Hogwarts. Deswegen. Einfach Champions League Ball ist hier. Das ist Abdullah, das ist alles Sherry. Ach, geil. Einfach Champions League Ball ist da am Start. Okay, ich muss mich nach diesem Let's Play in der Schule auskennen, wie in meiner eigenen Westentasche. Schloss auf Stufe 1. Ah, okay, wir können... Hui! Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt. Oder was ist das denn für ein Clown? Kommt auf einmal aus der Wand raus. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir... Peeves, ist einfach Peeves, Peeves pervers. Geh mal weg. Junge, wie riesig ist diese Schule, bitte? Alter, was ist das für ein Clown, Alter? Ich hasse Clowns, Chat. Ich kann von Clowns nicht schlafen. Aber ja, so sieht die Schule auf jeden Fall aus. Wir können hier rumlaufen, können uns hier alles angucken. Wir können leider nicht mit jedem reden. Alle mal, ein bisschen tanzen. Digga, was ist hier los, Alter? Hogwarts lebt! Mit dieser Dudelsackmusik hier. Halten Sie inne und lauschen Sie unserem Lied. Ah, das Lied war scheiße. Lass mich hier raus! Ach so, die Türen müssen laden, ich verstehe. Junge, bei GTA San Andreas wäre die Tür so 5 Minuten erst aufgegangen. Boah, sieht schon geil aus hier, die Landschaft und sowas. Das sieht man auch nicht alle Tage, Freunde. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Und Freunde, alle natürlich jetzt mal einen Daumen nach oben da lassen. Schön, dass du da bist, Lukas, da drüben. Aber ich finde, die Leute bei Slytherin sind einfach so nett hier. Was kann man hiermit machen, wenn hier so weiß umrandet ist? Irgendwas kann man noch damit machen, anscheinend. Aber vielleicht kann ich hier einen Zauber anwenden. Moment, R2, Dreieck. Lumos. Ja, Bruder, Licht brauche ich, ist Tageslicht. Aha. Habe ich doch gesagt. Wir können hier Handbuchseite sammeln. Ah, sammle Handbuchseite in Hogwarts 2 von 2. Okay, Herausforderung abgeschlossen. Wir haben 2 von 2 insgesamt gesammelt, perfekt. Das sind diese Portale, mit denen wir hin und her reisen können. Man merkt, die Schule sieht voll alt aus, ne? Also das ist nicht aus der Zeit, wo Harry Potter gespielt hat, ne? Weil es ja auch 100 Jahre zurück ist. Aber schon geil. So, hier ist die Nebenmission, wir starten mal. Oh, bist du etwa einer von Gryffindor? Du Hund! Alles kaputt machen. Wir reden jetzt mit dem.
Machen wir. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das höre ich gern. Ich habe ihm einen Dämpfer verpasst. Ja, wir sind ein bisschen arrogant hier in der Schule, ne? Wir haben den ja letzte Folge beim Duell platt gemacht, deswegen, ich habe ihm einen Dämpfer verpasst. Ja? Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich trete deinem Club bei, ich habe eher kein Interesse. Okay, mach mal, ich trete deinem Club bei. Komm, wir gehen da jetzt rein. Ich will die mal alle platt machen. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ich bin bereit, okay. Also das ist wie gesagt eine Nebenmission. Ich will mir jetzt auch mal die Nebenmissionen angucken, damit wir auch wissen, wie die ausschauen. Wir müssen ja nicht alle machen im Spiel, aber ich glaube, um gewisse Level zu erreichen, muss man schon ein paar Level Nebenmissionen machen, damit du auch Hauptmissionen machen kannst. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Lehnt euch zurück, Leute. Genießt die Show hier. Boah, die kriegen euch alle so ein Avada Kedavra. Runde beginnen. Okay, 2 gegen 2, Tag Team. Durchbricht gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber, Levioso. Ziel der Vision R3 erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu befolgen. Ja, ich muss erstmal reinkommen jetzt, komm. Wir fangen an. Meiner Bitte. Oha. Nimm das hier, Spam R2! Contringo! Lufotego! Levioso! Spindo! Stupor! Boah, wir haben einen Stupor verpasst! Aus Stupor! Stupor! Puh! Contringo! Knockout mit Stupor! Stupor! Levioso! Stupor! Ausgeschaltet. Komm her. Junge, ich bin der Stupor-Meister. Stupor. Wir müssen uns heilen. Heil dich. Trink den Saft. Das ist der auf Rillesaft. Wer ballert denn da noch auf mich? Lebt der noch, der Schwanz? Verreck. Ich bin gleich tot. Nein. Stupor. Mach die platt! Jawohl, wir haben es geschafft! Mit ganz wenig Leben! Wir hätten R3 drücken müssen, stimmt. R3 bei den Gegnern, das ist besser, sinnvoller. Dann können wir besser auf die Gegner. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Okay. Ich hoffe, du kommst wieder. Das war jetzt eine Nebenmission, die wir gemacht haben. Das können wir sehen. Auftrag abgeschlossen. Gekreuzte Stäbe, erste Runde. Schließe Nebenbeziehungsaufträge ab. Okay, wir sind auch oben links. Könnt ihr sehen, Level 2. Fast am Ende angekommen. Das heißt, wir sind in Richtung Level 3. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal die Hauptstory weiter. Weil ich glaube, jetzt kommen noch so Sachen. Wir können unseren eigenen Levioso mit R2 und dann Kreis. Ach so. Levioso. Ah, okay, okay. Ja, gut, ich hab... Okay. Ja, ich muss noch ein bisschen mit Protego. Der Steuer... Ich hab ja das gemacht. Ich hab Protego gemacht. Und dann direkt Stupor. Aber wir hätten auch R2 machen können. Und dann mit Kreis... Levioso. Ja, scheiße, Alter. Okay, gut. Dafür ist es... Guck, das ist jetzt geil. Dass ich im Stream euch direkt parat habe, die mir direkt Tipps reinschreiben können und mir weiterhelfen können. Und was können wir jetzt mit solchen Leuten hier eigentlich reden? Dein nächster Gegner tut mir jetzt schon leid. Aha. Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Bro, was hast du für eine Stimme, Alter? Ist der 17? Ja, dann größer werden wir die Stimme. Beruhig dich mal. Was ist denn los mit dem? Hau mal Tür auf. So, jetzt machen wir auf jeden Fall mit den nächsten Hauptmissionen weiter. Der erste Eindruck ist geil. Ich bin direkt in der Welt von Harry Potter. Ich fühle mich direkt in der Welt von Harry Potter. So. Wir machen jetzt direkt weiter.
Ja, wir sind jetzt bei Slytherin. Junge, wie der rennt, Alter. Wie Jamal Musiala. Was ist denn da los? Boah, wenn er am Durchziehen ist. Seht ihr das? Wenn man R3 reindrückt, tak, 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 tak. Das ist einfach schnellster Spieler der Bundesliga. Einfach schneller als Adeyemi. Duf, duf, duf. Guck mal, wie schnell. Usain Bolt. Puff. Spring in die Türen rein. Weiter, 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 weiter. Das sieht schon geil aus mit der Reflexion des Bodens und sowas. Aber wo ist dieser Raum, wo sich die Treppen bewegen, Alter? Da würde ich mal gerne hingehen, oder gibt es den hier nicht? Diese Treppen, die sich da alle bewegen, wisst ihr noch? Wie komme ich denn da hoch? Ist das die Toilette hier? Vielleicht erwischen wir jemanden beim Kacken, Alter. Warte mal. Ey, so müsst ihr euch das vorstellen. So war es auch im Club gewesen, ne? Es war ein Club, da waren so ein paar Toiletten nebeneinander. Und ich bin, glaube ich, auf die zweite gegangen. Hier. So. Ich bin hier reingegangen, hatte einen Durchfall gehabt. Es war alles scharf, ne? Und hier war einer am Kotzen neben mir. Da war einer am Kotzen neben mir. Und ich war da mittendrin. Ja. Mit meinem Durchfall. Boah. Ist nicht diese eine auf Toilette hier, wie heißt die nochmal? Die maulende Myrte? Komm raus, du Myrte! Aus der Toilette. Was ist das? Das könnt ihr machen mit Viereck. Guckt euch das Wasser an, Leute. Das ist doch safe ein Rätsel hier, oder? Du musst hier bestimmt alle gleichzeitig drücken. Aha, was haben wir hier? Guck mal, hier wird das Crack gekocht, Leute. Hier werden die illegalen Substanzen auf der Toilette von Slytherin gemacht. Kann ich das nehmen? Warte mal, ich will das auch. Levioso. Warte mal. Lumos. Warte mal. Junge, warum kann ich hier nichts nehmen, Alter? Ja, geht leider nichts. Klassische Schultoiletten, ja. Klassische Schultoiletten. Ja, okay, gibt's leider nichts auf der Toilette. In Frankfurter Schule. Okay, wir gucken mal weiter jetzt hier. Wir erkundschaften Professor Fix Unterrichtsraum, Ort entdeckt. Okay, hier unterrichtet der Fick also. Was zum Fick? Okay, warte mal, wir gehen jetzt mal zur Mission hin. Ich glaube, die ist noch weiter oben. Okay, wir müssen noch weiter nach oben. Es macht so Bock, hier einfach durch die Schule rumzulaufen und das jetzt zu entdecken. Für die Leute, die gerade im Stream sind, gönnt euch einfach, lehnt euch zurück, habt Spaß. Ihr müsst nicht so viel reinschreiben. Genießt es, ihr könnt euch jetzt in den Lob-Modus gehen. Begib dich zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Ja, das sind jetzt die Hauptmissionen. Wie gesagt, diese Zeichen, alles Hauptmissionen hier. Und wir machen jetzt weiter. Auftrag beginnen. Let's go. Hier. Hinter dir. Nazai, oh nein. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Die Nazai. Hallo, ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Ronan, Ronan, Ronan. Der Song, Alter. Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Lach alleine. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. So. Professor. Ronan, 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 Ronan. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir hier anfangen. Zack, X, 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 bumm. Accio. Abaccio, Alter. Accio. Okay, damit können wir uns Dinge ranziehen. Das war gar nicht übel.
Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unai mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Geil. Nach draußen, an die frische Luft. Jawohl, es geht raus. Frische Luft, der Wald sah richtig schön aus. Boah, ich bin so gespannt, ob man auch in den verbotenen Wald kann und ob so krasse Sachen passieren werden auf einmal hier. Was weiß ich was. Geil, geil, wir sind draußen. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ah, was zaubert der denn da her? Ja. Was ist denn das? Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Hm? Ach, korrekt. Jetzt kann ich anfangen. Jetzt muss ich die Dinger safe herziehen, ne? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Ah, okay, nun, das ist so ein Spiel mit 50 Punkten. Ich sehe es gerade hier. Wie geil. Aber statt die Murmeln zu Akio, müssen Sie die Murmeln? Wunderbar. Scheiße. Konzentration. Ich hab verkackt. Das muss genau... Stopp. Ausgezeichnet. Boah, der war sehr gut. Guck mal, auf 50 Punkte. Timing ist alles. Loslassen. Sehr gut. Boah, wie gut. Wie gut. Dann jetzt? Ach so. Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Okay. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Okay. Ja, Sir. Okay. Geil. Guck mal, jetzt kann man so spielen, Alter. Heftig. Platzieren. Ach, die fängt an. Ist abwechselnd oder was? Ach, die zieht. Okay. Okay. 30 Punkte. Ernestos Spielzug. Ich mach das jetzt besser als die. Ganz einfach. Zack und bumm. Was? Warum wurde das so schnell? Ich schwöre, das wurde voll schnell. Das war vorhin nicht so schnell. Ja, cool. Früher loslassen. Ja, ich hab's vorhin auch früher losgelassen. Cool, wir haben 0 Punkte. Digga, ich habe losgelassen. Ich habe losgelassen. Ich habe losgelassen. Guck mal, was ich jetzt machen werde. Ich mache jetzt. Ich stoße ihre Dinger da drunter. Guck jetzt. Aha. Ja, geil, ich hab den einen auf 50 Punkte gedrückt. Geil. Wunderbar. Ja, super. Ich hab die auch noch gepusht. Ja, geil. Nazai hat gewonnen. Scheiße, Alter. Ah. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Egal, neue Runde, neues Glück. Wir gewinnen jetzt, Leute. Was macht er denn jetzt? Oha, mit Hindernissen? Oha, was ist das denn? Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. In der Tat. Genug geplappert. Doping für die Haare. Das ist eine ganze Konzentration. Okay. Diese Runde entscheidet alles. Wir sind Slytherin. Diese Runde entscheidet alles. Okay, das heißt, wir können nochmal gewinnen. Wie kann man so ein Glück haben, ne? Wie kann man so ein Glück haben? Na bitte. Okay. Warte, warte. Wir machen das jetzt, Leute. Lasst den einen vorbei. Und jetzt. Nicht, dass ich das dir jetzt leicht machen werde. Ja, nein, Mann! Konzentration. Warum ist die so gut, Alter? Oh ja. Warte mal, jetzt könnte ich theoretisch gesehen
Mann, ich wollte beide von der runterkicken. Egal, eins habe ich geschafft. Eins habe ich geschafft. Die muss jetzt verkacken. Bitte verkack, 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 verkack. Ich muss jetzt volles Risiko gehen. Ich gehe jetzt hier nach links und zieh den zu mir. Guck jetzt. Ich kicke jetzt beide von der runter. Wenn ich das schaffe, ich bin der Beste. Jetzt. Ja, geil. Ausgezeichnete Kontrolle. Ich musste auch R2 loslassen, habe ich jetzt gemerkt. Ja, Natsai Onai hat gewonnen. Ja, komm. Ist okay. Hat die gut gemacht, komm. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Scheiße. Ja. Anfänger Ernesto am Start. Was soll ich machen? Passiert, passiert. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Ja, das macht so Bock, Leute, ehrlich. Das macht so Bock. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich ihr irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Schön, dass du das verstehst. Ich werde mich behaupten. Wir müssen mal direkt Tacheles reden. Ich werde mich behaupten. Nicht schön, dass du das verstehst. Ich werde mich behaupten. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda. Uganda! Auf der anderen Seite der Welt, Uganda. In einer ganz neuen Schule. Uganda. Hat mich gefreut, wie groß ist Ouagadou? Wie sieht Ouagadou? Ist Magier Ouagadou? Mach mal Ouagadou, komm. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Okay. Vielen Dank dir. Ja, komm, wir wollen jetzt ein bisschen mehr über Ouagadou wissen. Wir fragen mal nach. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die okay. Mitten in der Luft zu schweben schien. Ja, okay, das reicht jetzt mit Ouagadou, Leute. Also wir haben jetzt genug Infos darüber bekommen. Wie gesagt, Leute, ich bin gerade hier in der Aufnahme. Das heißt, ich werde die ganzen Subs und so erst später vorlesen. Aber trotzdem, Security Boy und Tsubasa Ozura, danke für eure Subs. Ich mache das erst danach. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, Ouagadou? Hier in Hogwarts zu sein. Ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt haben wir neuen Zauber gelernt. Akio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Wie? Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert was? Er nicht. Bei Kleidung anwenden? Kann ich jetzt ausziehen? Okay. Was für auf die Kleidung? Auf ein Wort. Hä, wie auf die Kleidung? Ich hab wohl die ganze Kleidung für drauf weggezogen. Ja, der meint doch gerade an die Kleidung anwenden. Okay, wir gucken mal weiter. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onai ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Das heißt, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Schließe Aufträge ab, 1 von 4. So, wir haben abgeschlossen und sind aufgestiegen auf Level 3. Die Hintergrundmusik macht so viel Feeling, Alter, das ist verrückt. So, jetzt können wir mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist die Karte. Und wir gucken mal, ob wir noch gerade irgendwelche Hauptmissionen haben. Ich glaube aktuell nicht. Schauen wir mal hier. Hier sind auch wieder
Nebenmission, wie eine Motte zum Rahmen. Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen. Okay, wir können mal die sonst erstmal markieren. Vielleicht kommen ja jetzt gleich neue Missionen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch demnächst mal einen neuen Zauberstab suchen. Oder kann sein, dass jetzt gleich irgendwas kommt. Ich weiß es noch nicht. Können wir mal gucken. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Da, kann man das kaputt machen? Nein, das geht nicht. Was können wir mit denen hier reden? Wir gucken mal. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Akio dies, Akio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Hallo? Hallo. Du bist der Neuzugang, Hallo. Nicht wahr? Du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Hey, Samantha. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das ist nett von dir. Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll. Ja, wir machen den arroganten Slytherin, Ernesto. Also nicht so, dass es nett von dir machen. Einfach, ja, war nicht so anspruchsvoll. War easy für mich. Ich kann das. Ich bin in Slytherin. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheinen Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Okay. Ah, jetzt haben wir eine neue Hauptaufgabe auf der Karte, ne? Seht ihr das? Hier. Oder ist das... Weasley nach dem Unterricht, okay. Okay, weil wir können... Gibt es hier eigentlich auch eine Legende? Dass man eine Legende sehen kann, eine Kartenlegende? Karte ändern. Aha. Ah, okay. Ich mache jetzt aber diese Mission hier, genau. Wir machen heute erstmal ein bisschen ein paar Hauptmissionen. Weil ich will nochmal gucken, was noch alles so auf uns zukommen wird hier. Vor allem auch, wir können ja auch irgendwann unseren eigenen Zauberstab auswählen und. Deswegen schauen wir da einfach mal. Aber ich finde das geil, dass man... Was ist denn mit dem los, Alter? Ich hab die Anfälle. Aber guck mal, überall, ihr müsst mal auf die Details achten. Überall ist irgendwas so, ne? Gefühlt an jeder Ecke könnt ihr euch irgendwas angucken. Wieder mal auf Abenteuertour? Wir können auch quasi uns mit diesen Feuerdingern transportieren. Das können wir gleich auch mal versuchen, wie das ausschaut. Aber für die ersten Folgen will ich, glaube ich, hier so ein bisschen rumlaufen und das Schloss so entdecken und da mal ein paar neue Sachen sehen und sowas, ne? Das können wir auch, glaube ich, drehen oder sowas, ne? Mit Viereck, ja. Stell dir vor, so einfach so Millionen Jahre alte Knochen. Ernesto macht einfach kaputt. Ich darf das, ich bin Slytherin. Ich darf das. Eieiei. Ritter hat kurz gefurzt. Überaus ja, nervig, auch. Wenn sie Fragen stellen. Kleine Rotznasen. Ich lüge einfach. Ja, redet er. Ich weiß nicht genau, ob der Schulleiter gerade anwesend ist, aber wir sagen ihm, wie sehr sie ihn verachten. Was ist denn das? Okay. Wir müssen jetzt hier weiter. Wir können schon ein paar Zauber. Unten rechts könnt ihr sehen. Wir können Accio, Baccio, Abaccio, alles können wir. Wir können den hier. Das ist quasi der Zauber. Warte. Accio. Um uns Dinge ranzuziehen. Das ist eine Katze. Kylie. Hey. Na du? Hey. Oh, wie süß, ey. Ein Baggio-Icon gezogen. Okay, machen wir weiter. Auftrag angehen. Weasley nach dem Unterricht. Was ist, ey, Dobby. Mit dem Raum, Professor? Einfach Dobbys Vater ist das. Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, ist Harry Potter. Da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts gesagt? Wir sagen erstmal geheimnisvoll. Wir wollen jetzt nicht zu viel. Wir haben ja auch letztes Mal gesagt, dass wir nicht zu viel sagen werden. Ihr wisst in der ersten Folge, was passiert ist und so mit den Drachen hier und da. Nein, Professor. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Was? Mehr Arbeit? Wie? Was für mehr Arbeit? Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen.
Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Ja! Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Geil. Ich bin bereit, nach Hogsmeade zu gehen. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen erzählen? Was ist Zauberkraft? Es gibt wirklich einen Ollivander hier. Ich würde sagen, wir sind bereit, um nach Hogsmeade zu gehen. Aber das ist nicht der Ollivander, den wir aus den Filmen kennen, oder? Oder ist das der, also der Typ, der da uns den Zauberstab gibt? Weiß ich nicht. Guck mal einfach mal. Wir gehen jetzt zu Hogsmeade und machen unseren eigenen Zauberstab. Kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Nettie? Sebastian. Wir nehmen Nettie mit. Kein Bock auf Sebastian. Wir nehmen eine Dame mit. Nettie. Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Okay, perfekt. Weasley nach dem Unterricht. Aber ich würde mal gerne wissen, ob die... Die muss ja irgendwas mit Ron zu tun haben. Ist das die Oma, die Uroma? Weiß ich nicht. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Aufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Okay. Jetzt können wir das sehen auf der Karte. Das können wir ja auch noch gleich davor machen, oder? Guck mal, jetzt haben wir diese Karte, das ist jetzt neu. Professor Ronans Aufgabe. Wozu? Ja, okay. Können wir eigentlich machen. Kriegen wir Belohnung, neuen Zauberspruch und danach können wir das machen. Wir müssen... Ah, okay, guck mal. Ja, guck mal, wir können diese Aufgabe, das meine ich, wir können diese Aufgabe jetzt nur machen, die Hauptaufgabe. Könnt ihr sehen? Lerne Reparo vom Professor Ronan. Das heißt, wir müssen das zuerst machen, damit wir das andere machen können. Also ist man quasi doch indirekt gezwungen, auch Nebenmissionen zu machen, die dann die Sachen bringen, die für die Hauptmission wichtig sind, ja. Da ist er da. Ah, da sind sie. Reparo. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Auch mein Controller? Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay, schließe die Aufgabe ab. Schließe die Aufgaben ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Wir könnten mit dem Dinosaurier, diesen Dinosaurier vielleicht machen, ne? So, okay. Suchbereiche auf der Minikarte. Was stand da? Ich hab das jetzt gar nicht gesehen. Was ist da? Was war jetzt gewesen? Wir müssen jetzt... Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Da. Akio. Hab ich. Boah, die Musik. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Fliegendes Blatt. Wo ist hier ein fliegendes Blatt? Seht ihr das? Das muss ja irgendwo in diesem Aufgabenbereich sein. Da. Großartig. Ja, es macht so Spaß, diese Mini-Aufgaben und sowas. Das ist schon cool, ey. So, gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja?
Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Okay. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Ist bereit. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Ja. Reparo. Okay, wir haben jetzt einen neuen Zauber. Ah, guck mal, krass. Hä? Wer hat das vorhin reingeschrieben? Mit dem Reparo-Zauber kannst du zerbrochene Objekte und Teile in der Umgebung reparieren. Das heißt, wenn wir mal so einen Weg brauchen, wie ihr sehen könnt, so eine Brücke, können wir die einfach damit reparieren. Genau so. Geil. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Boah, wer hat nicht Herzschmerz, Bruder? Ich habe meine Seele etwas zu sehr aufgebracht. Herzschmerz kannst du nicht retten. Oha, hier. Herzschmerz. Lass mal den Herzschmerzen Ritter vergehen. Oha. Von Zauberhand, was? Herzschmerz. Was geht ab? Die hat Tote gezogen. Mann, ja, bleib kaputt. Oder bringt mir das irgendwas? Warte. Es hat eine massive Befriedigung, die den Ja, sehr befriedigend, dass man das wieder reparieren kann. Ein Thumbnail. Der hat einfach YouTube-Thumbnail gemacht. Kann ich diese Vögel holen? Schade. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ich versuche mal mit diesen Feuerdingern hier zu fliegen. Ich will auf jeden Fall jetzt nach Hogsmeade. Ich will jetzt safe nach Hogsmeade, Leute. Ich will noch meinen eigenen Zauberstab will ich holen. Definitiv. Den müssen wir irgendwie noch heute hier reinbekommen in die Folge. Ach, hier geht's gar nicht rein. Ja, geht's rein? Doch. Irgendwie die Türen hier aufgehen. So, okay. Aber ich finde, also ich hoffe, das Spiel wird in der Zeit noch ein bisschen... Sie dachte, sie hat Messi gezogen, aber dann kam die Maria. Hey, ich würde gerne... Aber ich hoffe, das wird noch so kommen, dass das Spiel ein bisschen düster noch wird und sowas. So. Rüstung summt. Das wäre schon geil, Alter. Ich fand so damals als Kind diese Harry Potter Kammer des Schreckens und so, wo ich das mit meinen jungen Jahren geguckt habe, habe ich immer so eine Angst gehabt. Der Kopflose, gibt's ja noch den kopflosen Nick? Hallo. So, unsere Begleitung. Nazi. Ich habe mich für dich entschieden, Nazi. Weil du sympathisch warst zu mir. Du warst korrekt. Nazi, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Genau. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Mit Happy End? Okay, gucken wir mal. Wisst ihr noch mit den Dementoren? Expecto Patronum! Oh, die Musik. Guck mal, das ist das Quidditch-Feld da hinten. Seht ihr das? Woohoo! Alter, sieht das geil aus. Guck mal, die Grafik auch. Ey, heftig. Heftig. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja. Ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Was für Butterbier, Alter? Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ich stell euch mal Butterbier vor. Einfach so Bier und dann nimmt einer so Messer, schneidet Butter ab, tut einfach Butter da rein. Schmierig. Alter, sieht das geil aus. Und dann... Einfach eigene Welt. Es ist eine eigene Welt hier. Fliegende Schweine gibt's auch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Ist das geil hier. Guck mal, guckt euch das Wasser an, guckt euch die Wasserfälle an. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, guckt euch das an. Wow. Oh, warte, da drüben. Was ist denn hier? Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Sammeln. Was ist so besonders an ihm? Florfliegen gesammelt. Sie sehen interessant aus.
Die leuchten, ne? Können sie auch in Tränken verwendet werden. Was können die in Getränken verwendet werden? Okay. Und wenn ich mir damals überlege, auf PlayStation 1, wie ich das gezockt habe, Harry Potter. Und jetzt mit auf PS5 mit der Grafik und so, wie sich alles verändert hat, das ist schon heftig, ey. Dieses Harry Potter Spiel damals auf PlayStation 1, das hat auch so Feelings gemacht, ne, wirklich. Das war sogar von Electronic Arts damals noch. Sieh mal! Aus der Zeit komme ich. Aus dem verbotenen Wald. Ey! Das muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Seidenschnabel! Komm her! Akio. Mann, Alter. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Dort links ist der verbotene Wald. Er ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Aha. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Ja, ja. Die sagt so, ja, wer ist der Verbotenes? Macht mir verlockner. Das heißt, sie steht auf Verbotenes. Bruder, wer redet hier? Hört ihr das? Forbidden Forest. Sollen wir rein? Sollen wir rein? Was ist das denn? Nein! Ich will rein! Ich laufe einfach rein. Ich laufe rein. Mach den Usain Bolt Sprint. Ich will schnell rein. Schnell, schnell. Ich bin im verbotenen Wald. Die verbotenen Gänse. Hühner. Hör mal die Musik. Das hat sich gerade angehört wie Star Wars. Dun, 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 dun. Ich hoffe, das Spiel wird noch düster. Ne? So, am Anfang ist okay, so ein bisschen friedliche Stimmung und sowas, aber danach will ich diese düstere. Halt's Maul! Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich muss kurz für Video. Cut! Ja. Cut! Rausschneiden! Rausschneiden bis zum verbotenen Wald! Cut! Cut! So. Ich finde ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ja. Deswegen musste ich hier gerade 5 Minuten nochmal von neu alles spielen. Aber wir rennen wieder rein, Leute. Nochmal alles von vorn. Juhu! Zurück, schnell, geh zurück. Zurück! Sofort. Okay. So. Okay, wir gehen jetzt weiter, Freunde. Jetzt geht's weiter. Ich wollte einmal nur in den Wald rennen und sofort haben die mich hops genommen. Ich musste alles von neu machen. Wegen Nati, Alter, weil die gesagt hat, das ist noch verlockt. Naja, ich war auch verlockt, da reinzugehen. Ich wollte reingehen, ein bisschen abchecken, was da abgeht. Vielleicht kommt da wieder dieser eine da von Harry Potter Teil 1. Wie hieß der nochmal? Dieser Menschenpferd, wie hieß der nochmal? Ihr wisst, wen ich meine. Centaurus? Nein. Wie hieß der? Da gab es einen, das war ein Pferd, aber hat einen Menschenkörper gehabt. Der so geritten ist. Der hat so einen Namen gehabt. Ihr wisst, wen ich meine, Mann. Schreibt's in die Kommentare, ihr wisst es schon, safe. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Hm, sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Wie gesagt, Leute, Subs werde ich alle nach den Aufnahmen hier vorlesen. Wir gehen jetzt erstmal hier Hast schön in das Spiel Hast du dich schon eingewöhnt? Rein. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Aha. Ich vermisse meine Heimat. Aber Mondstein. Hier ist es auch schön. Ja, Mondstein und das bekommen. Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ey, das friedliche Hogwarts ist das hier. Wo Hogwarts noch gut war. Wer die Filme gesehen hat, Spoiler nicht natürlich, keine Sorge. Aber zieht euch die Harry Potter Filme rein, das war schon krass. Aber wenn man als Kind, boah, guckt euch mal diesen Anblick an auf Hogwarts, Alter. Das sieht schon krass aus, oder? Seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Das Spiel spielt genau 100 Jahre vor den Harry Potter Ereignissen, Alter. Krass, Alter. Sehr, sehr schön. Oh, ein bisschen weiter. Ah, da ist wieder dieser Furzstein, oder wie er heißt. Ne, doch nicht. Ach, keine Ahnung. Wir gehen mal weiter. Ja. Ja. Der hieß Firenze. Ach, Firenze hieß der. Firenze, ja. Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon.
Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Mr. Moon. Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onai. Warum? Umkehren und wegrennen. Warum? Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Labert der da? Armer Mr. Moon, ein Demigeist? Ich kann man glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Alter. Ich habe noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Ja, alles gut, alles gut. Junge, ich darf hier keine 5 Meter von da wegrennen. Wie geil dieser Weg hier einfach auch ist und sowas, ne? Da sind diese Mondsteine. Zack, zack. Ich weiß nicht, wofür die gut sind, aber wir sammeln die einfach mal. Wir haben jetzt bisher 5 Mondsteine wir sind gesammelt. Fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Ja. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Der Bruder hatte zu viel Butterbier gehabt gerade, glaube ich auch. Er hat Durchfall davon bekommen, deswegen hat er so geredet. Ja, war von Nelson, der Beat gerade kommt. Oh, Hogsmeade. Wisst ihr noch die Karte des Herumtreibers, wo man sehen konnte, wer wo rumgelaufen ist? Da stand auf da Peter Pettigrew. Alter, ist das geil. Ja, noch da geiler wär's bei der Winkelgasse, da würde ich noch mehr fühlen. Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Spezialist ich Bookshop. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Boah, man kann ja überall rein. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Okay, lass uns mal ein bisschen umgucken hier. Okay, geht's wieder raus. Rein ist der Ausgang anscheinend. Was kann man hier machen? Was ist das? Interagieren. Ich muss mal ein bisschen hier um. Aha. Die geheime Treppe nach oben. Kann man mit dem reden? Was kann man mit dem reden? Was will der? Schutzgeld? Warum ist da so ein Geldzeichen über seinen Kopf? Ich gehe einfach hinter die Theke. Ah, der hat sein Bett hier. Schlau. Der arbeitet hier und schläft hier gleichzeitig auf Undercover. Muss keine Miete zahlen. Wir beklauen den. Gaunerwand haben wir bekommen. Okay. Muss mal ein bisschen um. Was ist das hier? Ofen? Ne, hier können wir nichts machen. Geht zum Friseur in Game. Da kann man dann wie bei GTA San Andreas, kann ich mir einfach ein Afro drauf machen. Geht das? Aha. Gehen wir nach oben. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Truhe suchen. Veredelte Duellierhandschuhe. Okay, und wie können wir die Sachen anziehen? Das ist doch dieser eine Buchladen, wo Harry mit Ron so hingegangen war. Das ist der doch nicht. Der war doch nicht so klein. Das war doch 10-mal riesiger. Der war doch nicht hier. Was ist das denn? Warte mal, ich glaube, hier können wir... Hier ist irgendwas faul. Protego. Nein, nein. Warte. Lumos. Nein, nein. Akio. Nein. Leviosa. Reparo. Warte, irgendwas... Na, okay, ich hab gedacht, hier können wir irgendwas machen, ey. Okay, okay. Ja, wir gehen mal weiter. Aber hier ist da auch irgendwas. Wir können irgendwas drücken, dass man die Sachen Protego. Sehen kann, wie mit diesen Statuen. Das, ja, das meine ich. Seht ihr? Ich hab's gewusst, Alter. Verzauberte Treppe. Im Laden Wälzer und Schriftrollen offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Okay. Okay, okay. So. Aha. Komm, man kann nämlich das, meine ich, nach links machen. Ich meine, dieses L2 nach links. Oder nach... Ah, okay. Ah, jetzt können wir... Oh, guck mal, das sind die ganzen Zauber, die wir noch lernen können. Dann kann man das hier alles ausrüsten. Boah, sag mir nicht, dass es... Das ist Avada Kedavra. Den kann man lernen. Töte Gegner sofort. Alter. Krass, den gibt's ja wirklich in dem Spiel. Also das Spiel scheint auf jeden Fall noch richtig krass zu werden. Okay, wir gehen mal weiter. Hören uns hier in Ruhe noch um. Ich will auf jeden Fall meinen eigenen Zauberstab machen. Ey, ich bin so in der Welt von Harry Potter gerade gefangen, Leute. Das ist so geil, ey, wirklich. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens hier. Sehr geil. Und ich finde auch geil, dass wir das hier am Stream zocken. Das ist geil, wenn ich weiß, ey, Leute gucken halt live zu, wir sind ja live dabei. Ist schon sehr geil. Ruhe suchen. Na, ein elfengefertiger, elfenbeinfarbene Handschuhe haben wir bekommen, okay? Was schreibt der da auf ein Gedicht?
Der macht da so einen Cheekiff da. Was macht er da? Und jetzt hier raus? Es gibt hier so viele Wege, ne? So viele Wege, wo man überall hin kann. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Können wir irgendwas drehen? Was denn? Zwei Münzen haben wir bekommen. Ja, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter, Leute. Und wisst ihr, wie der gerade aussah? Der sah aus wie Henry Holmes, Alter. Henry H. Holmes. Mit dem Bart. Von dem Spiel The Devil in Me. Okay. Wir gehen jetzt mal weiter mit ihr. Wir waren jetzt hier in den zwei Läden. Der ist verschlossen. Boah, sieht das geil aus. Ey, die haben ja auch in Los Angeles in den Universal Studios so einen Harry Potter Bereich. Das ist auch richtig heftig gemacht. Gehen wir ein bisschen weiter. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß! Okay, ich soll die Kamera nach oben links packen, weil man damit sehen kann, was ich in den Truhen bekomme. Okay, macht eigentlich mehr Sinn, dann könnt ihr auch sehen, was ich bekomme und so. Packen wir die Kamera oben links hin. Machen wir so, okay? Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Okay. Machen wir mal Karte öffnen. Alter, ist das geil. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden, Interessenpunkte an. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und X drückst. Okay. Ich will auf jeden Fall mal zum Zauberstabladen. Guck mal, wo sind wir gerade? Wir sind hier. Wir haben hier Wälzer und Schriftrollen. Eine Fachbuchhandlung, die dem Angebot ihren Namen gerecht wird. Okay, was haben wir hier? Sprintschuss Sportbedarf. Das eine Auswahl an Besen bietet. Ist direkt hinter mir. Gehen wir mal dahin. Wo ist der Laden? Der Bar. Der ist einfach geschlossen, Alter. Aber. Mach die Tür auf! Mann, ich wollte mir noch einen Besen holen. Was soll die Scheiße? Okay. Wir gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall Zaubertränke und all sowas. Hier. Ollivanders. Okay. Wir gehen jetzt rein zu Ollivanders, Leute. Ich will meinen Zauberstab noch holen. Krass. Hier. Ja. Geil. Ollivanders. Ruhe suchen. Jetzt könnt ihr auch oben rechts sehen, was ich bekomme, Leute. Ah, voll klein der Laden. Geil, Alter. Ja, ja, wir können doch gar nicht fliegen, normal, dass der Laden zu ist, okay. Wir gucken erstmal, Leute. Nutzen. So, jetzt geht's los. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Gerbold. Einfach Gerbold heißt er. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du. Ja, wir waren bei dem Harry Potter. Bei Harry Potter war der in der Winkelgasse gewesen. Ja. Bei Ollivanders. Da war, glaube ich, ein bisschen größer, der Laden. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Was ist das, ein Riesending? Hier. Das ist der BBC unter den Zauberstäben, Leute. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der passt nicht zu uns, guck. Oder der macht Party, dass er sich freut. Guckt euch diesen Zauberstab an. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Das ist der Patrick Vieira unter den Zauberstäben. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Na. Probieren Sie diesen aus. Boah, ein guter Umfang, ja. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Der hier ist Kanté. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich...
angenommen hatte, sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. War das denn der von Dumbledore? Ich weiß es nicht. Du könntest der Richtige sein. Weiß nicht, wie die Zauberstäbe von den allen aussahen. Hier, nehmen sie. Wir sind noch am Anfang des Spiels, Leute. Wir sind nicht weit. Oha, ah, geil, warte mal. Halm Honigbraun, Holzart, Weißdorn, Einhorn, Biegsam. Nein, 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 ich will den nicht. Oha, Variationen. Warte mal, Holzart. Zauberstab, Kerne. Okay, okay, jetzt können wir das hier zusammenstellen. Okay, so, lass uns das mal jetzt machen. So, wir gucken jetzt erstmal. R1. Faszinierend. Ja, ich mag so eher dunklere. Nee, das sieht langweilig aus. Wirklich interessant. Was ist das denn für ein Zauberstab? Sieht scheiße aus. Nein. Nee. Die gefallen mir alle nicht so sehr. Wenn ich ehrlich bin. Da ist der ja schon am besten. Warmes Braun. Warte mal, guck mal, Holzart. Ja, Bruder. Wirklich interessant. Apfel, Esche, Espe. Wo soll ich denn wissen, was gut ist? Zeder, Kirsche, Kastanie, Zypresse, Holunder, Ulme. Faszinierend. Ja. Was soll ich denn nehmen jetzt? Schluck, Schnecken. Weinrebe, Walnuss. Wo ich mal einfach Walnussstab. Wirklich interessant. Ah, Länge, komm. Länge, da brauchen wir schon so ein 30 cm Ding. Flexibilität, biegsam. Peitschend. Spröde, faszinierend. Hart. Steif. Leicht nachgiebig, unnachgiebig. Nein, nein, nein. Okay. Also muss steif sein. Flexibil muss steif sein. Das ist wichtig. Wirklich interessant. Nein, nein, nein. Steif muss er sein. Holunder hatte Dumbledore. Ja, komm, mach mal den Dumbledore. Fresh Dumbledore. Faszinierend. Steif ist okay. Und wir nehmen Eiche oder... Ich nehme Holunder. Holundersaft, gut. Zauberstab Kerne. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Phönixfeder. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Ich würde sagen... Phönixfeder. Der Phönix, der aus der Asche kommt. Der Orden des Phönix. Wir nehmen den Phönix. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten. Aber ich... Und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Aber ich finde... Ja... Ja, der sah schon am besten aus. Ich fand die anderen jetzt nicht so schön, ne? Egal, wir nehmen jetzt den. Der ist gut so. Nehmen wir den. Was meinen Sie? Ja, spüre die Macht außergewöhnlich der dunklen Seite. Und so beginnt deine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay. Benutze Wälzer und Schriftrollen. Benutze J. Pippins Zaubertränke. Besuche die magische... Okay, wir haben noch drei Aufgaben, die wir hier im Dorf erledigen müssen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen Zauberstab erlangt. Ah, ist schon cool. Also, ihr habt gesagt, man kann auf jeden Fall später noch andere Griffe und sowas drauf machen. Okay. Das ist nice. So, gucken wir uns mal jetzt ein bisschen hier um. Boah, zieht der durch, Alter. Das ist ja geisteskrank. Was ist denn das hier? Ich will jetzt mal alle Läden entdecken. Oh, was ist das denn hier?
bin ich? Ui, mein Nachkurium, Alter. Keiner Bastard, Alter. Mein Gott, ich dachte, jetzt kommt... Ey. Komm mal, so ein scheiß Clown da rausgesprungen, ey. Meine Güte, ey. Nicht erschrecken. Was können wir jetzt hier machen? The Wine Ring? Wirf die Scheiße. Was ist das für ein komischer Laden, Alter? Aha, guck mal, was haben wir denn hier? Reveli. Weißt du was? Handbuchseite. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jeden im näheren Umkreis fluchtartig vertreibt. Ja, Bruder, ich kann einfach einen ziehen lassen, dann geht auch jeder. Don't push. Guck mal, da ist die Stinkbombe unten aufgegangen. Geil. Ja, wie kann ich jetzt die Sammlung aktualisiert Stinkbomben? Jetzt könnt ihr mal oben rechts sehen, was dazu bekommt. Okay. Wir gehen jetzt erstmal noch zu den anderen Läden hin. Also, wir schauen mal auf der Karte. Ich glaube, die Läden sind bestimmt markiert, oder? Wo wir hin müssen. Nee, doch nicht. Korrekt. Warte mal. Ich gucke nochmal kurz nach. Also, wir müssen zu dem Wälzer und Schriftrollen. Zaubertrank, Wälzer und Schriftrollen. Wir gehen erstmal zum Zaubertrankladen. Gehen wir mal hier hin. Das machen wir heute noch für die Folge. Hier auf YouTube. Wird eine schöne über... Jede Folge wird hier über eine Stunde gehen, Leute. Daily werden wir hochladen. Könnt ihr euch jeden Abend immer schön reinziehen. Und das wird natürlich hier alles auf YouTube kommen. Die, die es zuerst sehen wollen, die kommen auf Twitch. Ganz einfach. Willkommen bei J. Pippins. Mary Poppins. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Mhm. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber je- Ups. Wie kann ich heute behilflich sein? Falsch gedrückt, irgendwas. Scheiße, sorry, Leute. Wir können jetzt hier Zauber... Irgendwas mit Zaubertränken. Wir gucken mal kurz. J. Pippins Zaubertränke. Vorräte. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt, okay? Können wir alles kaufen. Das steht Kosten 0 Dollar. Nehme ich mit. Für 0 Dollar. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ein Rezept für einen Heiltrank. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars okay, der Rest kostet. Oder kommen Sie Maxima wieder, Trank. Wenn Sie es heute eilig haben. Zutaten. Zarte Flügel. Okay, wir können hier auch die Zutaten kaufen. Hier können wir, Sachen können wir verkaufen. Verkaufswert. Ja, ich gucke mir die auch erstmal alle nochmal an. Ich weiß ja nicht, was das alles hier ist. Veredelte Duellierhandschuhe und sowas. Ich will schon die Sachen definitiv erstmal behalten. Wir haben 2 Dollar am Start. 2 Münzen haben wir am Start, okay. So, es gibt auch Kisten hoffe, auf der Karte, okay. Bis bald. 9 Gegenstand erreicht. Mega Power-Trank-Rezept, okay. Ja, wir sind erstmal am Anfang des Spiels. Ganz entspannt. So, was haben wir hier? Na, hier ist nichts mehr. Okay, gut, dann haben wir den Laden ja auch erstmal ready. Suche Wälzer und Schriftrollen. Okay, gehen wir mal jetzt zu Wälzer und Schriftrollen. Wo ist das denn? Ich glaube, das war... Da. Hier müsste noch was sein, ne? Gehen wir erstmal dahin. So, wir gucken uns erstmal hier alles in Ruhe an. Es gibt ja auch, wie gesagt... Kisten auf der Karte und so, die wir auch einsammeln können. Was sind denn diese ganzen Läden, wo man nicht rein kann? Was ist denn da alles? Da wird noch so viel auf uns zukommen hier in diesem Spiel, Leute. Sehr, sehr geil. Ich werde es jetzt erstmal, wie gesagt, jeden Tag bringen, denke ich. Kann sein, wenn ich nächste Woche weg bin. Ich bin ja nächste Woche vom 13. Ein bis 20. weg. Dass es da jeden zweiten Tag kommt, aber ich schau mal. Aha, guck mal, jetzt können wir mit dem auch reden hier. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen.
Ich bin der Eigentümer, Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Ich will mir Schnaps brauen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Okay, guck mal, was wir alles hier haben. Die ersten Sachen sind schon wieder kostenlos, ne? Die gehen aufs Haus wie der Nikolaus. Zauberanweisung, Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit kleinem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten, okay. Naja, wir können auch Weed anzüchten, genau alles. Das Richtige zu finden. Tränkestation zu beschwören, perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. Ja, da brauche ich. Machen wir uns einen schönen, leckeren, falls Sie interessiert, ihr wisst schon was. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Krass. Da gibt's einiges am Start. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ah, okay, wir hätten hier sowieso hingehen müssen. Jetzt gehen wir zu die magische Rübe. Rübe, Rübe, das gibt eine Lüge. Okay, schauen wir mal auf der Karte. Das machen wir auf jeden Fall noch. Die magische Rübe. Das ist irgendwas mit einer Feder, ne? Die magische Rübe. Rübe. Okay. Gehen wir da mal hin. So. Erstmal reinpainten. Kann man hier auch reinpainten in das Spiel? Pay to win? Junge, ich baller dann safe 200 Euro rein. Dann machen wir hier ein dickes Harry Potter Pack Opening. Vielleicht kommt hier mal ein Team of the Year. Oh. Flohflammen. Warte mal. Wir tun uns Zauberkünste. Wir gehen mal einfach erst. Ah, guck mal da, warte mal. Kann ich das mal zu mir ranziehen? Nein. Wo ist das Buch? Ich will das haben. Da. Repar. Nein. Was machst du? Accio. Accio, hol mal ein Buch. Handbuchseite in Hogsmeade, 1 von 8. Okay, es gibt hier 8 Stück. Ich finde das Game bisher von 1 bis 10 so eine 8,5. Schon sehr geil. Timothy Teasdale. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, bei Merlins muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Pippin? Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Diptam-Samen? Samen? Sagen Sie nichts. Jetzt gibt's schöne Samen. Was Neues. Vorräte. Schaltet die Fähigkeit frei, Diptam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Okay. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Samen der Schrumpfelfeige. Also Dünger. Gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Okay. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Was hier alles gebraut wird, ey. Triff dich mit Nati am Dorfplatz. Und ja, Freunde, ich würde sagen, auf YouTube war es das jetzt erstmal von der zweiten Folge. Ich werde jetzt hier im Stream weiterzocken. Morgen wird hier auf dem Kanal die nächste Folge online kommen. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Danke, dass ihr am Start gewesen seid. Wer die Folgen früher sehen will, kommt auf Twitch vorbei. Ich verabschiede mich aus dem Video. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Heute sehr viel erlebt, coole Sachen dabei. Und ich glaube, jetzt ist so die Einleitung langsam vorbei. Und bald wird es immer spannender. Und dann mal gucken, was uns erwarten wird. Ernesto Valverde ist raus, haut rein und ciao!